Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind jetzt hier in Cosmo Canyon an der Quelle des Lebensstroms sozusagen. Haben noch die Hauptgruppe sozusagen getroffen aus dem DLC Integrate oder Intermission. Das ist die Gruppe, wo Yuffie und Sonon waren. Haben jetzt auch endgültig erfahren, was mit Wedge passiert ist, dass er tatsächlich leider ums Leben gekommen ist. Verursacht von diesen Whispers, was irgendwie doof ist. Weil er hätte anscheinend doch überleben können, aber ja. Das Schicksal wollte es nicht. Die hohe Makrodichte lockt sich ja auch viele Ungeheuer an. Ich hoffe, wir können die Quelle wieder in Ordnung bringen. Ja, und diese Quelle werden wir jetzt gleich in Ordnung bringen. Hätte nicht gedacht, dass die Schrottkiste noch zu gebrauchen ist. Aber man muss wohl nur wissen, wie man es richtig macht. Ha? Oh, tut mir leid. Ich schlafe seit dieser Sache nicht mehr besonders gut. Ich muss mich kurz ausruhen. So, dann hier. Moment. Das wollte ich noch mitnehmen. So, dann Chatlight. Leg los. Gambit-Schlacht. Bei der Gambit-Schlacht geht es darum, Roboter zur Untersuchung der Quellen des Planeten zu programmieren, indem du ihnen im Voraus Befehle für Gambits und Aktionen gibst, können sie es mit Ungeheuern aufnehmen und zu den Quellen des Planeten vordringen, die repariert werden müssen. Erledige alle noch übrig gebliebenen Bestien und setze die Quelle des Planeten in Stand. Okay. Was ist das denn? Bei der Gambit-Schlacht werden drei Roboter ausgeschickt, um gegen Ungeheuer zu kämpfen. Du kannst ihnen im Voraus Gambits und Aktionen einprogrammieren. Dabei bestimmen die Gambits das Ziel und die Aktionen, die auszuführende Handlung. Beim ersten Mal solltest du Chatley die Programmierung überlassen. Drücke Options, um zu beginnen. Okay, was haben wir denn hier? Feindliche Einheiten. Wir haben hier so einen Königspudding. Okay, dann unsere eigenen Einheiten machen Eisschuss, Drehwirbel, Feuerschuss, Blitzschuss, okay. Okay, Schwierigkeitsgrad einfach können wir auch aktivieren, okay, das ist schon mal gut. Ja, Portalfertigkeiten, ausgewogener Modus, Regenergar und Komet. Oder offensiver Modus, Aerogar und Komet. Oder defensiven Modus mit Regenergar und kuragierter Barriere. Machen wir erstmal einen ausgewogenen. Dann gucken wir uns das mal an. So, die drei Roboter werden jeweils aus einem der drei Portale auftauchen und sich dann der vorgegebenen Kampflinie entsprechend in Richtung des Anführers der Ungeheuer begeben. Mit X kannst du die Gambits und Aktionen der Roboter im Taktikmodus überprüfen. Über der Lebenspunkteleiste der Gegner werden Symbole wie Blitzrunter oder Feuerrunter angezeigt, die Auskunft über elementare Schwäche geben. Besonderheiten der momentanen Roboter: Roboter 1 effektiv gegen Gegner mit Schwäche gegen Eis, zweite gegen Feuer und dritte gegen Blitz. So, dann der schwach gegen Blitz, dann können wir doch das doch einsetzen. Ja. Nachdem du einen Roboter entsendet hast, kannst du einige Zeit später den nächsten in die Schlacht schicken. Links unten am Bildschirm siehst du die ATB-Leiste. Ist sie bis zu einem gewissen Punkt aufgeladen, kannst du sie verbrauchen und einen neuen Roboter entsenden. Die benötigten ATB-Menge variiert je nach einprogrammierten Gambits und Aktionen. Entsende einen neuen Roboter, sobald die ATB-Leiste entsprechend aufgeladen ist. Drücke 4, um Informationen zu deinen Gegnern einzusehen. Da brauchen wir jetzt einen Feuerroboter. Okay.
Drücke L2 bzw. R2, um das Portal zu ändern, aus dem die Roboter auftauchen. Deine Gegner werden sich vorgegebenen Kampflinien entsprechend in Richtung der Portale bewegen. Wähle also die Portale mit dem Blick auf der Stelle aus, an denen deine Gegner erscheinen. Bereits die Zerstörung eines einzigen Portals bedeutet eine Niederlage für dich. Alle drei Portale teilen sich eine TP-Leiste, die unten rechts eingeblendet wird. Pass auf, dass keines deiner Portale zerstört wird. Drücke 4, um Informationen zu deinen Gegnern wie ihre Gampels und Aktionen sowie deinen Verbündeten anzuzeigen. Guter Königspudding, okay, und der kleine gelbe Pudding. So, Portalfertigkeit. Mit 3 kannst du spezielle Portalfertigkeiten einsetzen. Wähle mit links rechts eine Fertigkeit aus und aktiviere sie mit X. Ziele im Wirkungsbereich werden mit einem Effekt hervorgehoben. Der Wirkungsbereich lässt sich mit links verschieben. Jede Fertigkeit kann nur einmal pro Schlacht eingesetzt werden. Wähle den Zeitpunkt also mit Bedacht aus. Gut, können wir mal Regina machen. Ja, und mal Komet. Der ist schwach gegen Eis. So, da kann man mehrere schicken. Ich dachte, man kann nur jeweils 3 schicken. Die Roboter können sich nur noch eine gewisse Zeit lang bewegen. Wenn du es nicht schaffst, in der vorgegebenen Zeit die Gegner zu besiegen, hast du verloren. Jede mehr Roboter gleicht. Einige Gegnertypen setzen unter bestimmten Bedingungen fortgeschrittene Aktionen ein. Derartige Gegner sind dann im Symbol 1 zu erkennen. Analysiere sie mit 4, um zu erfahren, wie du den Einsatz ihrer fortgeschrittenen Aktionen vermeiden kannst. Wo steht das? Führt eine starke Attacke aus, wenn mehrere Roboter in einer Reihe entsendet werden oder gleichzeitig einen Angriff starten. Greift Roboter mit Schwäche Eis. Mit Eisangriffen an, führt unter bestimmten Umständen eine besondere Aktion aus. Da brauchen wir einen Blitz. Gut, hier brauchen wir einen Eis. Hier brauchen wir einen Feuer. So, da ist jetzt gar keiner mehr da. Und da ist er besiegt. Okay. Ja, okay. Interessant. Wow. Schade, dass die anderen das nicht sehen konnten. Vielleicht haben sie es ja. Was ist das denn? Ich vermute, dieses Licht führt uns zu einer weiteren Ruine.
Dann müssen wir die wohl auch wieder instand setzen. Können wir behilflich sein? Ja, von mir aus. Wenn der Planet Hilfe braucht, werde ich bestimmt nicht rumstehen können. Nur weil ihr von der Hauptgruppe seid. Gut, noch drei weitere Protosubstanzen-Quests gibt es dann noch. Mal gucken, ob wir die auch dann hinkriegen. Und wie schwer die sind vor allem. Aber das kann ja doch schon nicht so einfach werden. Also das kann richtig böse werden. Wenn ich jetzt mal die Fort Condor-Missionen an die zurückdenke. Die waren ja auch teilweise eine Katastrophe. Gut. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier noch ein bisschen entlang, weil da haben wir ja auch noch was zu tun. Ein Schokoküken. Und Gegner. Vergiss es! Ja! Übernimm du. Die Arbeit. Genau so. Stirb. Ja. Ja. Ist das alles? Ich komme. Schlage. Ja. 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 Wie kannst du es wagen? Jetzt zum Angriff! Na? Das ist... Hier! Ja! Sieh scharf! So darf's weitergehen. Also mittlerweile macht es echt Spaß, mit Tifa da alles zu verprügeln. Langsam habe ich den Dreh mit ihr raus. So, erstmal dahin. Da sind Sachen zum... Ach, okay, Cloud ist zu groß, der kommt nicht durch. Ah, jetzt. So. Ja, du kleines Schokoküken. Na. So, benutzen wir heute mal ein Kissen. Haben wir ja so viele. Noch einen anderen Weg. Okay. Oh. Okay. Oh. Gut, ich glaube, wir haben unsere Jagd gefunden. Oder auch nicht.
Machen wir erstmal das da drüben. Diese Sache gehen sie nämlich böse aus. Jagd Nummer 1. Hier lauern bestimmt fiese Viecher. Seltene Wüsten-Sahagin-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Wie der Name schon erkennen lässt, ist der Wüstensahagin ein enger Verwandter der Sahagine, die im Untergrund von Midgar leben. Er hat sich an sandige Lebensräume angepasst. Genau wie die Exemplare in Midgar ist er sozial, intelligent und jagt bewaffnet in der Gruppe. Früher verwendeten die Krieger von Cosmo Canyon den Rückenpanzer des Wüstensahagins im Kampf als Schild. Mit seinen Stacheln diente er nicht nur der Verteidigung, sondern konnte auch offensiv eingesetzt werden. Der Wüstensahagin hat zwar den Heimvorteil, aber wenn wir taktisch vorgehen, werden wir sicher nicht in seinem Suppentopf landen. Gut, schocken, nicht verstarren lassen, in der Zeit erledigen. Biologische Daten werden analysiert. Nur kein Übermut. So wirksam ist Eis. Nutzt die elementare Schwäche auf, dieses Sahagins aus, um ihn schockanfällig zu machen. Dann übernimm. Hier kommt Barret. Auch kein Eis. Übernimm mal. Ich lege. Ja. Sie hat Eis. Zittere. Hier geblieben. Fantastischer Kopf. Ja. Ist das alles? Nachschlag. Zack. Los. Jetzt nachsetzen. Nimm das. Na? Ja. Ich mach das groß auf den Tisch. Zack. Zack. Dein Ende. Gut, und mal eben eine Goldnadel. Ja. Na? Ich zähl auf dich. Zieh dich zurück. Ich zähl auf dich. Auf, los, gib alles. Überlass das mir. Ja. Und? Hier. Ja. Ja. Gib auf dich acht. Ich bin hier. Ziemlich schwach. Alles geht. Das Kampfgeschehen hat uns viele wertvolle Daten beschert. Vielen Dank. Gut, die ist erledigt. So, dann jetzt dort oben hin, wo dieser riesige Skorpion rumsteht. Das ist der Vorbote des Unheils. Ach stimmt, da war ja was. Das wird ein Kinder. Hier ist jetzt Schluss. Ja. Ja. So, aller Kram. Bin mal so frei. Wirksam Eis. Nichts überstürzt. Wurde schon ungeduldig. So, dann auf den hier. Boom. Es geht weiter. Wärst du so gut? Nicht schlecht. Brauch dich. Zack. Komm auf. Was war das? Nicht so nah! Verzieh dich! Da geht noch was! Aus dem Weg! Wo haben wir es denn? Energiehaken. Das war's! Los! Oh. Tut mir leid.
Ja, furiose Verfolgung. Limits, sehr gut. Kleine Show, fertig. D-Protest, das ist ja sehr gut. Wie steht's hier mit? Ja, 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 nimm das, ja. Zack, ja. Ja, ja. So, Avalanche, Abreibung. Lass mich mal. So, Kreuzschlag. Welche letzten Worte? Aufgepasst mit dir, ja. Mache mit Hilfe der Sternenschauer-Aufzeichnung Fotos dieser besonderen Naturphänomene, die den Originalen im Aufbau gleichen. Damit die Fotos den Gelehrten bei ihrer Forschung nützen, ist eine Übereinstimmung von mindestens 80% nötig. Schnell, mach ein Foto! Aha. Nein, nicht. Hast du dir die Fotos der Ältesten überhaupt angesehen? Ich wollte zoomen, nicht irgendwie. Wie ging das noch? Notiz, ach ja. Da muss ich... Wo ist da dieses... Ding hier. Achso. Es sind noch mehrere Notizen. Genau so rum eigentlich. Ja, so passt's eigentlich. Ja, das sieht doch gut aus. Jo, passt. Oh, sieh mal an, Cloud, was du so alles kannst. Lass uns auch woanders schauen. Gut, das haben wir. Dann das nächste wäre hier oben. Da ist die Protosubstanz. Ja, ich denke, wir machen jetzt erstmal hier so den Abstecher da so rum und dann hier so runter. Da ist doch noch viel zu erkunden. Was bist du denn? Jetzt wird ausgeteilt!
Schaden. Nutze den Tauschwerk aus. Jetzt hab ich ihr das Sagen. Na? Da, so hört! Das tut weh! Ich leg los! Das war klar! Ach, schon wieder ein Schokobo-Küken. Das benutzen wir nochmal. Sind ja doch schon ein bisschen angeschlagen nach diesem riesen Skorpion. So. Gut, ich wollte eigentlich da außen rumgehen. Yeah. Oh, Häschen. Ein Kosmotis. So, dann hier noch so entlang. Was ist das? Gut, nichts Spezielles. Ich sehe schon, hier müssen wir wieder irgendwie hochkommen.
Wobei. Nein, müssen wir nicht. Ich zähle auf dich. Los! Entscheiden wir es! Und tschüss! Meine Güte, geht die ab. Jo. Mokri-Medaille. Ach, stimmt. Hier gibt es doch bestimmt auch wieder ein Mokri-Nest. Also Mokri-Haus. Und abwärts. Gut, ich glaube, in diese Richtung dürfte dann eine Jagd sein. So, mal kurz noch zur Synthese gucken. Ja, den Super-Äther kann man jetzt herstellen. Noch ein Millimeter auf Level 14. Das ist ja ärgerlich. Und das nervt mich total. Erhöht den verursachten Schaden durch Synchro-Attacken und Synchro-Fertigkeiten. Zack. So. Gespeichert. Und in der nächsten Folge geht es an dieser Stelle weiter. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Beantworte mir folgende Frage. Wo finde ich Sephiroth? Du meinst den Soldaten? Sollte ich diesen Ungeheuern etwa gleichen? Bin ich am Ende kein Mensch? Läuten wir eine neue Ära ein. Feuer! Eine Arma? Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.